Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Freiwilligenarbeit, das ist in der Schweiz hochgeschrieben. Fast ein Drittel der Bevölkerung engagiert sich in irgendeiner Form. Und davon profitieren auch kranke Menschen. Es gibt nämlich in den Spitälern Freiwillige, die kranke Menschen begleiten und ihnen Zuversicht und auch Abwechslung bringen. Und wir haben so jemanden begleitet, allerdings haben wir das noch vor der Corona-Krise gefilmt. Bernhard Scheidecke besucht seit 9 Jahren regelmäßig Patienten im Spital. Als Freiwilliger verbringt er ein paar Stunden mit Menschen, die einsam sind, denen der Spitalaufenthalt zusetzt oder die sich über etwas Abwechslung freuen. Ich war vorher in einem Beruf, einem handwerklichen Beruf als Zahntechniker. Und da habe ich gefunden, ich muss auch etwas für die Gemeinschaft machen. Nur Geld spenden ist mir ein bisschen zu einseitig für irgendwelche Hilfswerke. Das mache ich auch. Aber ich möchte selber auch aktiv sein in der Freiwilligenarbeit. Wie lange ist sie schon da jetzt? Ja, sie ist jetzt schon der 12. Tag da. Ja. Und langsam geht er so ein bisschen wie eine Decke auf den Kopf. Es geht so ein bisschen darum, dass du würdest mit ihr reden oder so, ja, einfach ein bisschen Gesellschaft leisten. Wir können auch mit ihr raus oder ein bisschen laufen. Und ja, danke viel. Gerade in unserem hektischen Alltag haben wir teilweise einfach ein bisschen zu wenig Zeit für Gespräch oder auch mal ein Spiel zu spielen, mit den Leuten zu laufen. Und dann ist das natürlich sehr schön, dass auf freiwilliger Basis das Leute machen und uns da unterstützen, wenn man das so nehmen kann. Heute ist es die 91-jährige Colette Fröhlich, die den noch unbekannten Besucher erwartet. Meine Aufgabe ist da, so die Situation zu erfassen, den Leuten einfach so ein bisschen Zeit zu schenken und ein bisschen zuhören und sich einzugeben, ohne dass man sich im Vordergrund stellt. Es ist ein riesiger Schritt im Leben, wenn man die Wohnung verlässt und alles. Und, ja, ja. Das ist so, ja. Bei ihr ist es wunderbar gewesen. Sie hat sehr viel selber von sich gegeben. Und manchmal ist es auch eher ein bisschen mühsam. Oder Leute, die dement sind, sagen halt vieles dreimal oder 100-mal. Und das sind relativ schwierige Einsätze. Und vielfach tue ich mal sie schwätzen lassen. Es geht ja um sie. Und wenn es dann, aber eine Gegenfrage gibt, tue ich gerne auch Sachen von mir erzählen, mein Umfeld. Und das gibt meistens sehr schöne Gespräche. Auch Bettina Peter und Patricia Horczyk arbeiten unentgeltlich hier. Sie betreuen die rollende Bibliothek. Die Leute haben Freude, wenn man sie besucht. Es geht gar nicht immer um Bücher, es geht um ein Gespräch. Aber Bücher geben einen guten Einstieg, dass man ein Gespräch anfangen kann oder einfach ein Psychli machen. Lesen Sie gerne Krimis? Das ist eine brave Sache. Ja. Müssen Sie noch lange da sein, Frau Henke? Sind Sie noch länger da? Muss ich leider ein Haus weiter. Die Besuche sind nicht nur ein Geschenk für die Patienten. Auch für Bernhard Scheidecker sind die Begegnungen eine Bereicherung. Es tut mich manchmal auch heim begleiten. Es gibt sehr schwere Einsätze. Und dann überlege ich mir dann auch, so ein bisschen, wie gut es ist. Also ich kann das Spital wieder verlassen. So, Frau Fröhlich, sind wir bereit? Ja, ist schon ein bisschen hart. Also, es ist das Leben natürlich. Aber es gibt mir vieles auch. So, die Leute geben so viel von sich preis. Da gibt es unheimliche Lebensgeschichten, die man da hört. Bei mir ist Silja Kölliger. Sie sind Leiterin freiwilliger Arbeit am Spital Zolligerberg. Was brauchen eigentlich kranke Menschen? Kranke Menschen, die brauchen vor allem Zeit. Und gerade in der heutigen Zeit, wo auch das Pflegepersonal unter Druck ist, häufig auch in einem Prozess drin ist, ist das eigentlich das Größte, wenn einfach da jemand da ist, der mit ihnen Zeit verbringt. Mhm. Und auch einfach kommt, was motiviert ist und für sie einfach in dem Moment da ist, damit sie nicht allein sind. Mhm. Und das Umgekehrte, welche Persönlichkeit muss jemand mitbringen, der so freiwillige Arbeit macht, indem man kranke Menschen begleitet? Mhm.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gerne mit Menschen zusammen ist und in die Begegnung geht. Dass man keine Angst hat, auch von Menschen, die vielleicht auch eine Krankheit haben, die nicht heilbar ist, die auch gerne sich in einem Spital bewegen, die gerne auch mit der Pflege zusammenarbeiten und einfach ein Teil sind vom Ganzen. Ja. Braucht es eine spezielle Ausbildung für das? Es braucht keine spezielle Ausbildung. Ich denke, die Motivation ist das Wichtigste. Man muss, es gibt natürlich auch Weiterbildungsangebote. Ich denke, gerade eben, wenn man auch den Kontakt hat mit Menschen, die Krankheiten haben, um auch die Krankheiten zu verstehen. Der Herr Scheidegger hat es gut gezeigt, oder gerade mit dem Thema Demenz zum Beispiel, dass man auch nachvollziehen kann, wieso jemand immer wieder sich wiederholt. Aber es gibt auch andere Themen, wo man, wenn man will, dass man sich auch weiterbilden kann. Gibt es auch Situationen, wo man an Grenzen stößt? Ich glaube, jeder Freiwillige hat kennt die Situation, dass man an Grenzen stößt, an seine eigenen Grenzen. Darum ist das eigentlich auch etwas, wo ganz wichtig ist, dass man seine eigenen Grenzen kennt und auch weiss, wie umgehen mit denen. Jetzt haben wir die Corona-Zeit, da ist das gar nicht möglich, das Begleiten von kranken Menschen. Wie ist es heute? Heute ist es so, dass wir seit einem Monat im Spital Zollikerberg Freiwillige wieder Besuche machen können. Wir haben einfach Zusatzeinsatzvereinbarungen abgeschlossen, damit sie sich auch bewusst an die Hygienemaßnahmen halten und auch Maskentragepflicht natürlich auch befolgen müssen. Aber auch das Anrecht hat natürlich auch von Seiten der Betriebe oder vom Spital die Unterstützung haben und das Material haben, um sich auch diesen Schutzmassnahmen natürlich auch zu halten. Und auch ganz wichtig, auch eben, es ist eine freiwillige Arbeit. Also nur die Freiwilligen, die auch wollen zurückkommen, haben natürlich, sind willkommen gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, aber sehr positiv überrascht. Bei uns sind eigentlich alle Freiwilligen unterdessen wieder im Einsatz und haben sich sehr gefreut, auch wieder können Teil sein vom Ganzen. Wie viel Nähe braucht es zum Patienten? Das ist ja heute jetzt eigentlich gar nicht mehr so möglich. Ich glaube, das ist etwas, wo Corona natürlich sehr sensibilisiert hat, aber auch schon vorher. Das ist sehr individuell. Die Nähe wird aufgebaut auch mit anderen Parametern als nur Distanz, körperlich, physisch. Also von dem her ist das eigentlich etwas, wo man immer auch abwägen muss, wenn man in ein Patientenzimmer hineinkommt. Wie viel Nähe verträgt es auch für den Freiwilligen, aber natürlich auch zu spüren, die Empathie haben, wie das für den Patienten ist. Ja. Gibt es freiwillige Arbeit in allen Spitälern? Es gibt in den meisten Spitälern Freiwilligenarbeit, hat häufig auch schon sehr lange Tradition. Und da tut man sich am besten über das Internet oder die Homepage von denen, bei diesen Häusern erkundigen, informieren, wer dort zuständig ist und wer dort Ansprechperson ist. Und kann es auch sein, dass ein Freiwilliger, ein Mensch, ein kranker Mensch, über mehrere Tage dann immer den gleichen besucht oder tut man da immer wieder andere besuchen? Das kommt sehr darauf an. Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Es gibt Freiwillige, die kommen einmal in der Woche, als Beispiel immer am Dienstagnachmittag. Und wenn natürlich dann der Patient in der Woche darauf nicht mehr da ist, dann gibt es wieder einen Wechsel. Aber wir haben auch Freiwillige, die auf Abruf kommen. Das sind die, die kurzfristig Einsätze machen, die jetzt nicht sich binden an einen Tag oder eine Zeit. Und da kann es durchaus sein, dass man sagt, für den Patienten wäre jetzt die 3 Tage der Besuch gewünscht. Und dann schaut man, dass das auch möglich ist. Damit natürlich auch hier kann auch ein bisschen Beziehung aufgebaut werden. Danke vielmals, Frau Kölliger, für die Informationen. Danke vielmals, Frau Fürst. Schwerkranke Menschen haben oft Probleme in der Nacht, dann kommen nämlich Ängste auf. Martha Wellauer ist eine freiwillige Krisenbegleiterin und begleitet so kranke Menschen während der ganzen Nacht. Und wir haben dort dabei sein, allerdings noch vor der Corona-Krise. Ich mache die Aufgabe als Freiwillige seit 2,5 Jahren. Ich bin pensioniert worden, habe gefunden, ich habe Ressourcen. Ich bin sehr interessiert an Menschen, an verschiedenen Lebensentwürfen. Und so bin ich eingestiegen. Ich habe den Namen von einer Frau, vom Zimmer, plus Angst und Unruhe und nicht allein sein. Die 3 Stichworte. Martha Wellauer. Grüezi. Ich begleite Sie gerade ins Zimmer. Gern. Ja. Muss ich wissen? Ja, es ist Frau relativ jung, mit einem Lungenkarzinom, schon ausgeprägt im Kopf, ist bei uns zur Bestrahlung da. Ja, ich lasse mich auf die Erfahrung ein und versuche wirklich präsent zu sein. Der Mensch in dieser Nacht
gerecht werden. Das ist nicht immer möglich. Also ich komme auch an Grenzen. Manchmal funktioniert es besser. Manchmal bleibt man sich auch fremd. Guten Abend, Frau. Ich bin von der Kribe. Ich bin heute Nacht da. Ist das okay für Sie? Ich begleite Sie mit guten Gedanken, sitze nachher auf dem Stuhl und hoffe, dass Sie gut schlafen können und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und wenn Sie irgendetwas brauchen, sagen Sie mir, wenn ich etwas machen kann, mache ich das gern. Ich würde für Sie da sein in dieser Nacht. Wir sind ja eine Station mit krebskranken Patienten und wir haben sehr, sehr oft sterbende Patienten oder Patienten, die große Angst haben. Und dadurch, dass wir nicht in der Lage sind, immer 1:1 Betreuung durch die Pflege zu machen, sind wir sehr, sehr dankbar für die Krisenbegleitung, die einfach in der Nacht da ist. Wenn die Patienten wach werden, einfach diese Anwesenheit gibt und den Patienten die Sicherheit. Und wir haben auch wie ein Stück die Entspanntheit oder die Ruhe, weil wir wissen, es ist jemand da, der nach ihnen schaut. Also es ist eine große Unterstützung und wir nehmen es auch sehr, sehr oft wahr, wenn die Möglichkeit besteht. Sie mag eigentlich nicht reden. Sie seufzt. Sie stöhnt bei dir. Ganz leislich. Elend. Und das Wort habe ich einmal so gesagt und sie hat es dann wiederholt. Elend. Und ist wieder ins Küssi zurückgesunken. Ich bin jetzt wieder da. Können Sie gerade etwas brauchen im Moment? Danke. Ein bisschen frische Luft hätten Sie gern. Mache ich ein bisschen auf und bin dann wieder da. Und wünsche Ihnen Ruhe. Und dass Sie ein bisschen schlafen können. Und bin einfach für Sie da. Alles Gute. Es ist eine Situation, die einen bewegt. Und da merke ich die Müdigkeit eigentlich nicht. Das, und ganz viel Zeit zum Nachdenken, zum in die Stadt rausschauen, die Lichter in der Nacht. Sterne etwa die, oder der Mond. Also es gibt ja so Stimmungen in der Nacht, ja, wo ich auch auf Gedankenreisen gehe. Und ich sage etwa diesen Patientinnen und Patienten, ich begleite sie mit guten Gedanken, sie dürfen schlafen. Das Verstehen in dieser Nacht ist doch gewachsen. Also man kommt irgendwie wie miteinander in eine Schwingung rein, wo man mitgehen kann und doch die Grenzen, wo man nicht helfen kann, wo es weh tut. Ich verabschiede mich. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich schließe ab, dass ich gehen kann und sie gehen lassen. Und dann im Zug ist es für mich ganz eine gute Erfahrung, um einfach hinsitzen und loslassen. Und vielleicht rausschauen oder in die Nacht rauslaufen oder im Morgen rein. Und für den Moment ist jetzt die Aufgabe fertig. Ich muss und ich darf loslassen. Bei mir ist der Thomas Grossenbacher. Sie sind Leiter reformierte Abteilung Spitalseelsorge im Stadtspital Triemli und die Martha Wellau, die wir gerade gesehen haben im Einspieler. Das sind schon noch happige Erlebnisse, die Sie hier machen. Sie sagen, Sie verkraften das gut, aber ist das wirklich immer so? Ja, in dem Sinn begleitet es mich schon gedanklich, nehme ich schon etwas mit. Und andererseits ist es für mich den Moment abgeschlossen. Ich darf loslassen und ich muss loslassen. Und es ist auch eine Befreiung. Mhm. Ich gebe mich in dieser Zeit, in der ich dort bin, ganz rein und nehme mich auch wieder ganz raus. Ja. Wie oft erleben Sie auch, dass Patienten dann sterben, wenn sie dort sind? In diesen 2,5 Jahren habe ich das 3-mal erlebt. Direkt. Und sonst kurz vorher oder nachher.
Hat das bei Ihnen selber auch etwas verändert in Bezug auf die Vision vom Leben oder auch vom Sterben oder von der Krankheit? Kostbarkeit wahrscheinlich vom Leben, vom Augenblick, wo mir neu bewusst wird. Das Bewusstsein, dass Leben und Sterben sehr, sehr nah zusammengehört und dass es nicht ein Gegensatz ist. Für mich gehört es zusammen. Mhm. Kein Gegensatz? Einerseits schon ein Gegensatz und doch kein. Es gehört zusammen. Es gehört für mich zusammen. Mhm. Herr Grossenbacher, sehen Sie das auch so? Sterben und das Leben gehört zusammen? Ich denke, auf jeden Fall. Mhm. Also so wie Geburt und der Tod zusammengehören, so gehört auch das ganze Leben und der Tod zusammen. Was braucht ein Mensch vor dem Sterben oder in einem Sterbeprozess? Was ist dort wichtig? Das kann man nicht so allgemein sagen. Ich denke, das ist jetzt auch in diesem Film ganz deutlich zum Ausdruck gekommen. Es braucht das Gespür, das zu merken, wie ist es jetzt für diese Person. Und da muss man sich herantasten. Ich weiß ja nicht, wie Sterben geht. Ich habe schon viele Menschen erlebt beim Sterben. Mhm. Aber das ist jedes Mal ein einmaliger Prozess, wenn ich dabei sein darf, mit großer Ehrfurcht dabei bin und herausfinde, wie ist es jetzt in diesem Moment. Ja. Wie findet man denn die richtigen Worte? Weil das sind doch spezielle Situationen. Worte vorbereiten kann ich eigentlich nicht. Mhm. Ich versuche, auf die Situation dort zu reagieren. Mhm. Und die Worte, die mir kommen, sicher kurz abwägen, aber relativ spontan aus dem Inneren heraus zu reagieren und etwas zu sagen. Wie schwierig ist es, Freiwillige zu finden, die Menschen in so einer Endsituation begleiten? Ich staune immer wieder, wenn wir so einen Rekrutierungsprozess wieder anfangen. Wir haben das jetzt gerade gemacht am 9. März. Das war die verrückte Woche, als das Spital gesagt hat, jetzt müssen wir zumachen für Leute von aussen. Wir haben den Kurs dann weiterführen. Das würde jetzt weit führen, wenn ich das erzähle. Auf alle Fälle staune ich immer wieder, wie viele sich anmelden, wenn wir das ausschreiben. Wir sind in verschiedensten Medien dann sichtbar mit Inserat. Und dann machen wir einen Rekrutierungsprozess und wählen aus, im Bewusstsein, das sind Freiwillige. Aber wir setzen die Latte relativ hoch. Und das heisst, was die braucht? Leute, die wir das Gefühl haben, die sind parat. Ja. Wie wir es jetzt hier gesehen haben in dem Einspieler. Ja. Jemand, der das Gespür mitbringt und. Das, und was die wir sehen, Kraft einfach. Auch, oder? Die Stärke. Und die innere Kraft. Ja. Und die innere Ausgeglichenheit, sich auf so etwas einzulassen. Ja. Wo ein Stück Neugier dazugehört, ja. Aber wo das nicht im Vordergrund ist, bei dem reinkommen in die Situation. Und trotzdem denkt man, wo sind die Angehörigen? Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal sind wir ja da als Entlastung der Angehörigen. Ja. Ich erinnere mich an eine Situation, wo eine Pflegefachfrau gesagt hat, hoffentlich darf jetzt die Frau oder die Person Ruhe finden und sterben die Nacht, dass sie ihre Ruhe vermitteln können. Dass man bewusst Angehörige entlasten kann. Und manchmal sind sie einfach nicht in der Nähe, sind sie einfach weit weg. Ja. Sie haben auch gesagt, bei der Frau, die wir gesehen haben, die Sie besucht haben, ich bin bei Ihnen und bleibe bei Ihnen mit guten Gedanken. Was denken Sie denn konkret? Ich nehme je nach dem Zitat aus einem Lied, aus einem Text oder spontan, was mir kommt, ein Mensch mit guten Gedanken begleiten, also ich denke, ein gutes Leben. Eine positive Aura gibt, ja, eine gute also Stimmung. Also ich würde ja dann auch nie etwas lesen oder so in einer so einer Situation, sondern ich bin gedanklich bei dieser Person. Ja, sie begleiten richtig, begleite. Sie sind präsent, sie sind unspürbar. Das ist ein Riesengeschenk. Gibt es auch einen Moment zum Lachen? Sicher. Zum Loslassen gehört ja auch irgendwie noch immer der Humor. Ja. Und wenn Menschen noch genug Kraft haben, dann machen sie mit und spielen einem das zu, dass man jetzt das auch darf in eine gewisse Leichtigkeit nehmen. Das erlebe ich einfach durch den Tag. Ich weiß nicht, ob die Nacht noch mal ein anderes Bild gibt. Ich bin die Nacht nie am Arbeiten. Aber wenn ich durch den Tag durch sterbende Menschen treffe, dann merke ich, das ist nicht immer nur
ganz traurig, sondern das kann auch mal eine Situationskomik geben, wo man alle darüber lacht und man merkt, das Leben ist noch ganz da. Ich sage jetzt hier etwas Spontanes, Privates. Mein Vater, der noch gestorben ist, das Letzte, was er gesagt hat, er hat einen Witz erzählt. Und wir haben alle gelacht. Und er ist gestorben. Also, das kann tatsächlich passieren. Und ich danke Ihnen, Herr Grossenbacher und Frau Wellau, dass Sie bei mir in der Sendung waren. Es war spannend. Danke schön. Das Alter, das ist eine Herausforderung. Irgendwann einmal kommen Probleme. Und wenn man in einer Partnerschaft lebt, dann tut der, der besser zu Weg ist, für den anderen, der nicht so gut zu Weg ist, schauen. Und das ist nicht immer einfach. Ich gehe jetzt zu der Frau Lötscher in Eich. Sie macht sich Sorgen wegen ihrem Mann, der manchmal verwirrt ist. Mal genau schauen, um was es geht und wie man ihr am besten raten kann. Es ist so, dass mein Mann seit langer Zeit einfach nicht mehr richtig reden und richtig tun, weil, ja, es ist schlimm, dass ich da muss da sitzen und das sagen und dass ich Fragen habe, was man noch verbessern bei ihm, als er noch ein schöneres Leben hat. Also, ich habe vorher Gelegenheit gehabt, ihren Mann kurz zu untersuchen. Ja. Und ich habe festgestellt, dass er zwei völlig verschiedene Sachen hat. Ja. Einerseits kann er nicht mehr gut laufen. Und er mag auch nicht auf die Toilette kommen, oder? Ja. Und das hat zu tun mit seinen Hüften. Ja. Er hat ganz schwere Abnutzung der Hüftgelenke. Das zweite Problem ist sein Kopf. Er hat eine Demenz. Ja. Er hat ein ganz schlechtes Gedächtnis. Und auch andere Sachen kann er nicht mehr richtig. Also, wenn er eine Situation beurteilen sollte, kann er es nicht richtig beurteilen. Nein. Manchmal schon, aber nicht alles. Und wissen Sie, was er braucht? Was? Eine Frau wie Sie, die kann denken und kann denken für zwei. Es braucht auch ein bisschen liebevolle Grosszügigkeit. Ja, das ist aber manchmal schwierig mit so einem Mann, wie das eigentlich ist. Das ist so. Aber ein bisschen laissez-faire. Ja, ja, ich denke an mich, ja, schon gleich. Eben. Wir müssen nicht machen. Eben. Genau das ist die richtige Frage. Also. Mehr können Sie nicht machen. Die Krankheit wird immer ein bisschen schlimmer mit der Zeit. Ja. Und es kommt dann mal eine Zeit, wo man sich überlegen muss, wegen meiner Heimittritt. Aber im Moment ist das noch nicht nötig. Nein, ich glaube auch nicht. Nein. Wenn man zusammenfassend festhalten was mein Ratschlag ist an Sie, ist einerseits, dass Sie sich selber sorgen. Das heisst, dass Sie sich entlasten lassen. Und zwar nicht ein-, zweimal in der Woche, sondern fast jeden Tag. Mindestens fünfmal in der Woche. Dass Sie auch Zeit haben für sich und etwas machen können, was Ihnen Freude macht. Das ist das eine. Und das andere ist, Sie müssen für Ihren Mann Entscheidungen treffen. Er kann es nicht mehr machen. Stichwort ist fürsorgliche Autorität einerseits und andererseits liebevolle Grosszügigkeit. Ja, man muss also schon manchmal streng sein mit dem Müll. Natürlich. Das geht nicht anders. Sie müssen Entscheidungen durchsetzen. Ja, ja. Das ist so. Habe ich Ihnen ein bisschen helfen? Ja, Mama. Es ist, als Bestätigung ist jetzt das eigentlich für mich, als ich nicht alles falsch mache. Nein, nein, Sie machen es hervorragend. Gratuliere Ihnen zu Ihrem grossen Einsatz, den Sie leisten. Ja, das ist schön, dass mir jemand danken sagt dafür. Ja. Neue Untersuchungen zeigen, dass der beste Schutz gegen das Coronavirus Distanz ist. Auch junge Menschen können nach einer Coronavirus-Infektion bleibende Schäden in der Lunge haben. Und es gibt sogar Experten, die sagen, dass wir in ein paar Jahren viel mehr Lungentransplantationen werden haben. Distanz und Händewaschen ist also angesagt. Weiterhin geben Sie Sorge zu sich, bleiben Sie gesund und bis nach der Sommerpause. Ade miteinander. Mangelernährung bei älteren Menschen ist häufig und kann schwere Folgen haben. Doch auf was kommt es an und wie soll man sich im Alter richtig ernähren? Antworten bekommen Sie nächste Woche. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Und Viogy, mehr als Labormedizin.